Bibelmann. Den gibt es seit 36 Jahren und seit 4 Jahren betreibt ihn Alex und Mörtner Sud. Sie haben jetzt zum 31.03. Leider keinen weiteren Gewerbemietvertrag bekommen. Sie sollen raus. Bandelmann ist ein Laden, der noch Sachen verkauft für den alltäglichen Bedarf. Ich habe gehört, wir sind 3000 und mit so vielen Leuten haben wir miteinander gerechnet. Das ist super. Und das Bandelmann mache ich hier hoch, gefährt. Dann halte ich es hier auch noch wieder. Okay, also. Jetzt kommt erst ein kurzer Beitrag von Bernd, der ein bisschen was zu Bandelmann erzählen wird. Und ein bisschen was zu Bissam Kiez, aber eher kurz. Ich begrüße nochmal alle hier auf der Straße Anwesenden vor dem Laden Bandelmann Betriebe Berlin. Bissam Kiez gibt es seit Mai, Juni 2015 und unser erster Fall, einige werden das wissen, einige nicht, war ja der Gemüseladen. Ein Stück weiter hoch bis im Bakal, der ja auch vertrieben werden sollte, wo wir uns eingesetzt haben, dass die Kündigung zurückgenommen wurde, aber der Ladenbesitzer aufgrund gesundheitlicher Probleme doch aufgeben musste, was leider schade ist. Weitere Projekte, um die wir uns gekümmert haben, ist einmal HG oder M99, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Dann haben wir auch aktiv mitgearbeitet, dass hier in der Wrangelstraße das erste Haus im Bezirk, wo das Vorkaufsrecht wahrgenommen wurde vom Bezirk. Das ist die Wrangelstraße 66. Das wäre es kurz zu Bissam Kiez. Jetzt kurz mal zum Laden Bandelmann. Der besteht seit über 30 Jahren. Und der Laden ist für mich und vielleicht auch für andere hier in Kiez ein Unikat. Der Laden wird jetzt seit 4 bis 5 Jahren von Alexandra und Müsset geleitet. Und die Kündigung hat Alexander Müsisch bekommen im Oktober 2016 mit der Frist bis zum 30. März 2017. Der neue Besitzer, die SIAC Berlin, ist ein bisschen ein Konstrukt. Also da, das hier hört wieder eine AG und die AG hört wieder jemand, das kennen wir. Des Weiteren hat der Vermieter eine Vollstreckungsunterwerfungsklausel den beiden auferlegt. Das bedeutet nichts anderes, er braucht kein Gericht, um den Laden zu räumen. Und ich muss auch nochmal zur ersten Straßenveranstaltung am letzten Wochenende sagen, also mit so einem Ansturm, wir waren circa 120 Leute, also das hat mich doch schon bewegt. Und noch ein paar persönliche Sachen. Es muss jetzt endlich Schluss sein mit Verdrängung hier im Kiez. Schmeißt die Investoren raus. Danke, danke. Und ich frage mich ganz ehrlich, warum jemand aus Österreich unbedingt das Haus kaufen muss, oder musste oder wollte, das könnt ihr sehen, wie ihr wollt, warum kauft der nicht in Österreich Häuser und verschachert die da teuer? Warum hier bei uns im Kiez? Weil das Ladensterben, wenn wirklich Bandelmann raus müsste, das hört ihr dann hier, wenn man die Stimmung so auf der Straße hebt, es gibt genug kleine Zeitungsläden, die auch Angst haben, dass sie raus müssen. Und das kann es ja wohl bei weitem nicht sein. Und Bissam Kiez setzt sich an und für sich auch über politische Ebene ein, dafür, dass endlich mal ein Gesetz geschaffen wird, dass das Kleingewerbe sowas Ähnliches wie Mietverträge kriegt, die
rechtlich eine Grundlage haben wie die Mietsverträge von Wohnungen. Weil es kann nicht sein, wenn der Investor sagt, ach wisst ihr, ich will nicht mehr raus. Das funktioniert ja nun mal nur beim Kleingewerbe. Das war's. Danke.